Guten Morgen! Ich bin heute mit der Ming hier, weil sie hat eine wunderbare Geschichte, die ich mit euch oder die wir gemeinsam mit euch teilen möchten. Und vielleicht der ein oder andere, der auf der Revolution war, kennt sie schon. Ihren Körper kennt ihr auf jeden Fall schon, weil wir hatten mal ein Jackfrucht-Video gemacht, wo leider ja, aufgrund der Perspektive ihr Kopf nicht zu sehen war, wie man eine Jackfrucht öffnet und so weiter. Und wir hatten auch schon dieses Laufvideo. Das war so ein Inspirationsvideo, war damals deine Idee. Ja. Und das verlinke ich euch, die beiden Videos. Ja, zwei sehr, sehr schöne Videos. Könnten wir auch mal wieder machen. Ja, gut. Ja, ist wie folgt. Also, Ming studiert Zahnmedizin und jeder geht ja so einen gewissen Weg im Leben. Und wenn man das Studium einmal angefangen hat, dann ist es bei den meisten so, dass das Studium dann auch auf jeden Fall durchgezogen wird und man meistens dann ja, irgendwo in der Linie bleibt. Und ich animiere ja immer dazu, dass man auch durchaus mal über den Tellerrand hinausschaut und einfach schaut, ist es das immer noch das Richtige? Und umso schöner fand ich das, dass Ming jetzt angefangen hat, ja, ausgehend ja, ihres Lebens und ihrer Bekanntschaften dann quasi, in ihrem, wo sie sagen, ihre Wurzeln hat, in Vietnam. Ja, eine Freundin ist das, glaube ich. Ja. Genau, mit der sie zusammenarbeitet und ja, probiert einfach jetzt ein schönes Produkt, ein gutes Produkt in die Welt zu tragen. Und es handelt sich dabei um eine Kokosnussschale, aber nicht um die, denn das ist nämlich quasi das Pilotprojekt gewesen, ungefähr könnte man sagen. Da steht ein Raw Spirit drin. Die habe ich von dir vor einem Jahr oder wann? Es war, glaube ich, vor gut einem Jahr, genau. Mhm. Und zwar hatte ich da nämlich meine Freundin auch aus Vietnam kennengelernt. Ja. Und ich fand es so toll, was sie gemacht hat mit so einfachen Sachen, mit einfachen Produkten, mit natürlichen Rohstoffen. Mhm. Und zwar war das halt eine Kokosnussschale, weil sie wohnt da in Vietnam und draußen vor ihrer Haustür, da wachsen halt Unmengen an Kokosnusspalmen. Ja. Und genau, daraus hat sie quasi die Schale gemacht. Und ich bin auf sie dann durch Zufall aufmerksam geworden und dachte mir so, hey, so als Geschenk für andere, das wäre total toll. Aber da habe ich auch noch gar nicht dran gedacht, irgendwas damit zu machen oder die nach Deutschland zu bringen. Das war einfach nur so ein kleines Geschenk aus Vietnam. Und da wollte ich dir zum Beispiel auch eine Freude machen. Ja. Das war nämlich auch zu der Zeit, wo du die Deutschlandwanderung gemacht hast. Genau. Deswegen war so ungefähr ein Jahr her. Und da haben wir uns ja in der Deutschlandwanderung quasi am vierten Tag der Deutschlandwanderung wiedergesehen. Ja. Das war so witzig, in Dresden, in einer anderen Stadt. Ja, und die Schale ist halt quasi mit mir gewandert und auch auf Rohkost-Potlucks und auf vielen anderen Festivitäten habe ich immer die Schale mitgehabt. Im Endeffekt, das ist nur eine halbe Kokosnuss. Das ist eigentlich nur eine halbe Kokosnuss. Also eine Schale, also das, was weggeschmissen wird. Mhm. Und das Upcycling nennt sie ja sowas, oder wie heißt es? Nee, das ist wieder ein Produkt. Und was heißt Upcycling? Genau, also Upcycling ist quasi das neue Wort für Recycling. Okay. Upcycling ist eigentlich so ein, ich sag mal, Trendbegriff, um wirklich Produkte, die man eigentlich als Abfallprodukt sieht oder generell als Abfall sieht, dass man die wirklich neu entstehen lässt, künstlerisch gestalten lässt. Und das finde ich halt schön, weil ich habe zum Beispiel in Deutschland oder generell habe ich dann eben gesehen, klar, es gibt halt solche Kokosnussschalen, die poliert sind, aber ich kenne keine Schale, die halt wirklich so in liebevoller Handarbeit so hergestellt wird, mit so schönen Mustern und auch so dieses Künstlerische war mir dann auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und das macht halt meine Freundin. Diese Rillen, was halt reingeritzt wurde und so weiter. Genau. Ja. Und das ist ja auch alles mit Handarbeit gemacht und das finde ich halt voll schön. Ja, und das ist halt genial. Also das ist wirklich genial und also ich hätte gedacht, so eine Kokosnussschale, ja, keine Ahnung, wie lange die hält, aber die ist jetzt wirklich schon ein Jahr mit mir unterwegs unter härtesten Bedingungen, also die war schon im Minusgrad unterwegs und natürlich auch bei der Hitze. Und ja, die hält immer noch. Ich habe nur keine Spülmaschine, ich tue die per Hand waschen, aber das ist wahrscheinlich auch angeraten, oder? So ja, per Hand zu waschen, genau. Und mir war es nämlich auch wichtig, dadurch, dass ich jetzt auch vor fast 3 Jahren, 2,5 Jahren, auch mit der Rohkost angefangen habe, dass ich auch immer weiter so nachgedacht habe, ich möchte ja eigentlich so naturbelassen wie möglich mich ernähren, aber was mache ich mit so Produkten oder generell so mit Dingen, die mich im Alltag dann auch begegnen, wie zum Beispiel sowas wie Kosmetikprodukte oder halt solche Sachen, zum Beispiel auch das Plastikproblem, wo ich dann auch sage, dass mich das auch nochmal so zum Nachdenken angeregt habe. Und ich finde es halt eben auch schön, natürliches Essen aus natürlichen Rohstoffen zu essen. Das ist halt ein ganz, ganz, ganz anderes Gefühl, finde ich. Ja, jeder kennt das, glaube ich, der mit Holzbesteck isst oder der das kennengelernt hat. Und ja, und dann hast du halt quasi das damals entdeckt, hast mir die Schale mitgebracht und noch ein paar anderen. Und ja, und irgendwann muss es ja dann zur Idee gereift sein, weil ich meine, du hast mit deinem Medizinstudium schon ganz schön was zu tun. Ich kriege das ja immer so peripher mit. Da ist ja wirklich viel, viel an Lernen dabei und auch an Praktika und so weiter.
Ja, und irgendwann muss ja dann mal der Gedanke gereift sein, seine Zeit zusätzlich dann auch zu nutzen für was anderes. Ja, und genau. Wie kam das? Ja, da kam bei mir dann auch so der Shift, weil ich mich dann auch für gesunde Ernährung beschäftigt habe, für auch ganzheitliche Gesundheit und vor allem dann auch Rohkost. Und ich dachte mir so, boah, ich möchte eigentlich irgendetwas dann auch in die Welt hinaustragen. Irgendwas, wo ich dann auch sage... Die Welt ein Stück besser machen. Ja, wo mein Herz dann eben auch aufblüht und wo ich dann auch sagen kann, hier, hey, da stehe ich voll und ganz dahinter. Mhm. Und... ja, Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung ist für mich auch was zusammengehört einfach. Ja. Ne? Und genau, dann habe ich auch so überlegt, naja, irgendwie so irgendein Produkt zu verkaufen, was jetzt nachhaltig ist, will ich ja auch nicht, weil ich möchte halt eben auch wissen, woher kommt das und wer steht da, wer macht das überhaupt, wer steckt dahinter. Und je mehr ich dann auch in diese Nachhaltigkeit da reingerutscht bin, desto mehr habe ich dann auch gesehen, weil es gibt so viele nachhaltige Unternehmen, die deklarieren sich zwar als nachhaltig, aber letztendlich sind es auch nur, sag ich mal, Produkte, die in irgendwelchen großen Fabriken in sonst woher China oder so hergestellt wurden und die dann quasi auch irgendwie nach Deutschland, Europa oder sonst wo in den westlichen Ländern importiert werden und dann auch als nachhaltig, öko und total Fairtrade. Deklariert werden, wo man aber trotzdem den Hintergrund einfach nicht weiß. Und ich habe es mir dann auch zur Aufgabe gemacht, das einfach so transparent wie möglich zu machen, dass ich das den Leuten auch einfach greifbar machen möchte, dass sie auch sehen können, hey, wo stammt es denn wirklich her, wer macht es denn wirklich? Und da hat man noch eine ganz andere Verbundenheit dann dazu und das finde ich halt richtig toll. Das ist genau diese Labelpolitik und wenn viele Menschen von nachhaltig reden oder von guten Produkten und im selben Zusammenhang dann von Bio reden, ich weiß auf meinem Bio-Label-Video, dass diese ganze Labelpolitik ist ja immer, man muss immer denken oder immer verstehen, derjenige, der sich dann Label drauf hat, der kann sich das Label leisten. Wer sich das Label leisten kann, der macht Geld. Und wer Geld macht, der muss ökonomisch denken. Und wer ökonomisch denkt, der ist meistens nicht auf derselben Interessensebene wie der Käufer. Zumindest nicht auf demselben Level. Er ist vielleicht ökologisch interessiert, aber der Endkunde, der möchte so ökologisch und so greifbar, wie du sagst, wie möglich haben. Und ja, das kann nicht sein, wenn ein Label drauf ist. Deswegen, ich bestelle zum Beispiel, wenn ich mir Orangen bestelle, Orange ist mein Lieblingsobst, und dann bestelle ich mir die nicht in Bio-Qualität, aber aus Spanien. Und jetzt werden viele von euch vielleicht auch sagen, ja, Flug und so weiter, aber die Orangen, die ja bei Lidl sind, sind auch bisher geflogen. Also von daher, na. Und deswegen, ich weiß dort, wer das anbaut, ich weiß, wo die Orangen herkommen, und der hat kein Label, aber ich nehme sie trotzdem. Und genauso ist das halt bei allen möglichen Produkten. Es wäre so schön, wenn jeder weiß, jedes Produkt, was man hat, auch so ein Wandteppich oder sowas, das wird irgendwie billig wahrscheinlich in Indien hergestellt, Kinder sind wahrscheinlich da verätzt dabei oder sowas. Das weiß man alles nicht. Ja. Aber wenn man bei jedem Produkt wissen würde, wo kommt das her? Also nicht nur irgendwelches Label, nachhaltig, wo kommt das her, wie wird das gefertigt und so weiter. Das wäre halt so schön, man hätte eine ganz andere Bewusstheit für die ganzen Produkte in unserem alltäglichen Leben. Und vor allem hätten wir viel weniger Produkte, weil du musst dich ja dann informieren. Du hast ja eine gewisse Verantwortung, die damit einhergeht, mit dem Kauf. Und da können wir alle noch ganz viele Schritte nach vorne machen. Und ich glaube, da gibt es keinen, der da irgendwie perfekt da durchs Leben geht. Und ja, da nehme ich mich auch nicht außen vor. Ja, und dann hast du halt so diese ganzen Kreisläufe gehabt mit Nachhaltigkeit, ich möchte was in die Welt raus schaffen und diese gesehen. Aber ich kenne das selber von mir, ich meine, ich habe BWL studiert und ich habe auch schon mit sehr vielen Sachen in dieser ökonomischen Welt gelebt und was verkauft. Aber es ist immer einfacher, eine Dienstleistung zu verkaufen oder ein digitales Produkt, so wie meine Bücher oder Videokurse oder eben auch damals Coachings, solche Sachen, als ein physisches Produkt. Und dann noch ein physisches Produkt, was am anderen Ende der Welt quasi produziert wird, weil bei uns gibt es ja keine Kokosnüsse hier in Deutschland. Und ja, das muss doch dann wahnsinniger Aufwand gewesen sein, weil das gibt es jetzt zu kaufen, nach einem Jahr quasi, gibt es jetzt zu kaufen, bei, und das finde ich besonders schön, Proviant. Ja, Proviant, ein super, super lieber Shop, der die... Also ich glaube, es gibt keinen Versandhändler, der so liebevoll die Pakete verpackt und so individuell auch gestaltet, wie
Ja, der Proviant-Shop, das war der Shop, den ich damals durch die Süßlupinen kennengelernt habe, was übrigens auch eine Inspiration von ihm gewesen ist, die Süßlupine. Also von daher, ja, und dort könnt ihr die Schale dann eben auch machen. Natürlich nicht das Original hier, den Prototyp War Spirit, der ist forever and ever meiner. Aber jede Schale ist ja einzigartig. Aber das individuell. Das stimmt, jede Schale, ja logisch, weil die Kokosnüsse ja individuell sind. Genau. Und das sind jetzt so die Schale. Ja, die sind sogar noch ein bisschen größer als meine. Oder gibt es da verschiedene Größen? Oder? Genau, es gibt verschiedene Größen, die ich dann auch gerne anbieten möchte. Mhm. Unter anderem halt eben auch das Modell, das ist halt so eine etwas größere Schale. Ja. Und die variieren natürlich auch. Also man kann jetzt nicht sagen, bei Naturprodukten, so das hat jetzt ein Volumen von, weiß ich nicht, 800 Milliliter oder so. Ja, deswegen sage ich immer so, von den großen Schalen her, so, da passen so circa 600 bis 800 Milliliter rein. Und bei den kleineren, die ich dann noch anbiete, so zwischen 300 und 500 Milliliter. Ah, okay, gut. Ja, und die kann man dann halt eben bei den Proviant kaufen. Und wie kam das dann dazu? Also, du musst die ja irgendwie herkriegen. Tust du die selber ja, importieren irgendwie? Oder was machst du da? Genau, also, ja, ich habe ja, wie gesagt, meine Freundin letztes Jahr irgendwann mal kennengelernt. Ja. Und dieser, ich sag mal, Business-Gedanken, der kam ja erst auch viel, viel später. Ja. Weil immer, wenn ich so an Business denke, dann denke ich so, boah, krass, da muss ja irgendwie in den Verkauf rein. Und da musst du die Leute irgendwie dazu animieren, irgendwas zu kaufen. Und das wollte ich halt irgendwie, das wollte ich eigentlich nie. Und, ja, deswegen musst du es nicht machen, sondern ich mach's. Kauft diese Scheine. Nee, weil es ist echt super. Ja, nee, also da habe ich mich auch total schwer. Aber mir gefällt halt eben so dieser Gedanke, dass wenn man auch ein Produkt, oder ist ja erstmal egal, was es überhaupt ist, wenn man so wirklich davon überzeugt ist und dahinter steht, dass man das dann wirklich gerne ja, einfach raustragen möchte und den Leuten das zeigen möchte. Und ich finde es halt eben so schön, weil ich komme ja quasi auch in diesen, sag ich mal, Essensbereich, wo ja, so tolles Essen so serviert wird und wo ich auch sage, hey, man kann auch richtig schönes, gesundes Essen in so eine Schale einfach präsentieren, anrichten und fotografieren. Das gibt dann ein Bild quasi, weil es auch natürlich halt ist. Ein Bild, und, ja, und das dann halt so schön in Szene zu setzen, um auch einfach den Leuten zu begeistern und auch zu inspirieren, dass gesundes Essen auch schön aussehen kann. Und das freut mich dann immer so sehr, wenn das Essen so schön bunt ist, auch so schön grün und saftig. Und ja, das ist das, wo ich dann auch sage, boah, das ist so toll. Ja. Und das möchte ich dann auch eben mit dem Schal. Du fotografierst auch ständig, du hast ja Instagram und... Ja, genau. Ja. Also für mich auch total gut durch die ganzen Fotos, die ich dann auch mache. Und ich finde es auch schön, wenn Leute auch die Schalen haben und das und die Interessen dann auch einfach teilen. Dass sie dann auch ihr Essen dann in der Schale anrichten können, fotografieren können und das dann... Und allein nur mit so einem Bild, das in die Welt hinaustragen können. Und Inspiration. Genau, ja, Inspiration geben können. Das finde ich halt so toll. Ja. Das ist echt so schön, ja. Und du hast aber nicht auf die Frage beantwortet, wie es dann... So wie es dann überhaupt so kam, genau. genau also kaufst du die jetzt dort? Oder, also die, erstmal, ganz kurz vorher. Wie wird die gemacht? Also eine Kokosnussschale, ich kenne das ja selber, die ist ja... Das ist ja glatt, das ist richtig poliert, oder was richtig, ist das? Richtig, genau, das ist ja poliert, das ist ja mit so einer Maschine, so einer Politurmaschine wird das ja dann auch innen drin, sowohl innen als auch außen. Aber das sind jetzt keine chemischen Zusatzstoffe drin oder sowas? Absolut überhaupt gar nicht. Ah, gar nichts, also einfach nur richtig abpoliert, so genau, abgeschliffen. Genau, poliert und dann halt schön mit Kokosöl oder mit halt Öl dann noch innen drin noch schön verarbeitet, ne? damit die dann auch so ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen kann. Ja, und vor allem polieren ist auch wichtig, weil ja sonst sich in den kleinen Rillen, wenn die natürlich wäre, ja auch Schimmel bilden kann und so weiter. Und wenn es poliert ist, hat es halt wenigstens wenig Angriffsfläche. Genau, genau. Ah, okay. Genau. Okay, und die hat ein Blitz. Genau, und ich habe dann auch mit meiner Freundin noch so drüber geredet, na, wie man das machen kann, weil sie macht ja auch alleine die ganzen Muster und so. Ne? Und Da ist auch nicht, ich kann schon sagen, es ist wirklich sehr individuell und es ist nicht perfekt. Also, wenn man sie kauft, werden das so fünf Striche, die so im gleichen Abstand miteinander gehen, aber nicht. Die scheint es mit der Hand so zu machen, weil die Welt ganz schön, also wirklich, das ist ja, sehr individuell, ist schön. Ja, okay, genau. Entschuldigung. Und alles gut. Ja. Alles gut. Und genau, und dann kam mir die Idee, oder nein, von ihr kam es eigentlich die Idee, dass sie mich gefragt hat, ob ich nicht irgendjemanden kenne aus Deutschland, der das gerne auch vertreiben möchte und das nach Deutschland bringen kann. Und ich habe halt so lange überlegt und auch mal zum Beispiel auch Proviant gefragt, ob das machen würde. Und aber irgendwie war keiner so bereit dafür. Und, und erst ganz, ganz viel später, also es war Ende letzten Jahres, habe ich dann gesagt, hey, ich sitze direkt an der Quelle, das ist meine Freundin, ich kommuniziere mit ihr, ich habe regelmäßigen Kontakt mit ihr, warum mache ich das nicht einfach selber? So, und dann kam dann eben die Idee, dass ich dann auch zu ihr gesagt habe, hey,
ich kann sie super gerne dabei unterstützen. Ich habe aber absolut gar keine Ahnung von irgendwelchen Business-Zeug, von Marketing oder sonst irgendetwas, was, womit ich damit auch mal damals in Berührung gekommen bin. Absolut nicht. Und, aber mir gefiel halt eben der Gedanke, die Schalen nach Deutschland zu bringen. Und so kam das dann auch, dass wir uns gemeinsam dann ausgetauscht haben. Sie ist mir entgegengekommen, ich bin ihr entgegengekommen. Und dann kam das dann auch so, dass es nicht nur rein so dieses Geschäftliche ist, dass ich dann irgendetwas hier etablieren möchte, sondern einfach ja, dieser tolle Austausch und dann auch Menschen finden, die dann auch wirklich genauso vom Produkt überzeugt sind, statt so diesen rein ja, Konsum dazu haben. Genau. Das ist sehr schön. Ja, und da kam halt die Idee und nicht nur die Idee, sondern da kam auch die Planung und die Umsetzung. Und seit Ende März, genau, Ende März, stehen die halt bei Proviant zu verkaufen. Ja, und du hast quasi bis jetzt in Vorkasse gegangen, hast ja den Zoll dann sozusagen alles übernommen und die Produktion und ja, und jetzt müssen sie halt abverkauft werden. Und dann kannst du aber nachbestellen und dann genau, geht's weiter. Genau, ich kann es immer nachbestellen. Und also eigentlich ja, wie sowas eigentlich auch abläuft, ne? Also sprich, aber was ich halt zum Beispiel immer so schade finde, auch bei nachhaltigen Produkten, ich weiß nicht, es gibt auch ganz, ganz viele, die, also auch nachhaltige Einzelunternehmen, die halt auch ein Produkt verkaufen, sei es irgendwelche, weiß ich nicht, Bambuszahnbürsten oder irgendwie sowas, die haben halt quasi ihr Label, ihr Branding und sagen, okay, das ist jetzt mein Produkt, meine Zahnbürste, die ich dann verkaufe. Aber das ist für mich dann immer so eine Sache, wo ich sagen kann, hier, nee, das sind nicht nur meine Schalen, sondern es sind wirklich auch Schalen aus Vietnam, von meiner Freundin hergestellt, die ich quasi auch nach Deutschland bringe und die dann hier verbreiten möchte. Genau, das ist das nämlich. Gerade aus dem asiatischen Raum, da wird ja sehr viel billig produziert und dann einfach gebrandet und jetzt ist das. Und ja, also es ist halt durch und durch. Aber ich meine, es ist klar, ich meine, ich kann das, wie gesagt, quasi so ein bisschen eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Wir haben, sage ich mal, das Abitur gemacht, dann Studium. Bei mir halt, habe es halt, wie gesagt, BWL, sie haben viel Geld verdient. Du wirst mit medizinisch auch wenig Geld verdienen, wenn du dann fertig bist. Und ja, aber trotzdem irgendwann bei dir halt schneller als bei mir kommt dann halt so das Gefühl, dass es zumindest nachdenkenswert oder ausprobierenswert wäre, mal davon loszugehen und einfach diese Fixierung, wobei wahrscheinlich die Medizin auch Spaß macht, du wirst wahrscheinlich nur das Geld deswegen oder hast du nur das Geld deswegen gemacht, Medizin? Also nee, da ging, also bei mir war schon das Interesse da an Zahnmedizin, vor allem Zähne. Und ich merke aber immer wieder, jetzt zum Beispiel auch im Studium, dass ich merke, hey, irgendwie, ich kann mich nicht mehr so richtig nur darauf fixieren oder mich daran orientieren, weil ich merke, es gibt weitaus mehr als nur dieses schulische, fachliche Wissen, alles was so auf Evidenz basiert oder was einem dann quasi auch in der im Studium beigebracht wird, weil wir können halt im Studium nicht irgendwie hinterfragen, sondern das, was wir lernen, ist halt so. Und du kannst halt nicht mal nach rechts oder links schauen. Reproduktion des Wissens, bitte. Und das ist das, was ich so sage, das möchte ich eigentlich. Deswegen auch diese Ganzheitlichkeit, wo ich dann auch mich mehr beschäftigen möchte. Und entsprechend ist halt auch immer so, letztlich verkaufst du ja trotzdem jetzt ein Produkt, so, und die Leute hinterfragen das und deswegen ist auch das Video da und einfach auch die Geschichte kennenlernen und auch dann auch, jeder hat ja so einen Grad, wie sicher kann ich mir sein, was da richtig ist und ausgehend eben auch aus der Geschichte, dass man halt zumindest erstmal etwas kürzer fährt, was das Medizinstudium angeht, und sich halt sowas widmet, ne, also ich weiß nicht, ob ihr die Dimension kennt, wie Ärzte verdienen und insbesondere Zahnärzte, ich kenne sie und ich glaube, solche Kokosnussschalen verkaufen ist dann nicht so, aber umso schöner, umso mitteilenswerter, umso teilenswerter finde ich das einfach die Geschichte und also du hast selber auch eine Homepage, wo du deine auch die Bowls dann, die Bowls, also die verkauft ja Proviant, aber auf deiner Homepage sind ja noch andere Sachen, alles was dich beschäftigt, was Essensfotografie angeht, was Rohkost angeht und Inspiration angeht. Richtig. Schöne Texte, die dir mal verfasst. Ja, und die Homepage von Ming, die verlinke ich euch unten. Und hab zwei. Also quasi das zwei Homepage, ich kenne nur Frau Ming. Hast du eine neue? Nein, also eine, so quasi mein Foodblog, wo ich dann auch so rohköstliche Rezepte dann auch bereitstelle und die dann fotografiere. Und zum anderen dann eben auch diese Hardest in Bowls, also so heißen jetzt die Bowls, die ich dann nach Deutschland bringe. Genau. Ja. Also, und darüber kann man sie unter anderem auch... Was heißt das übersetzt? Herzlich oder? Nee, Hardison ist halt so eine Mischung aus Hard
Und Artisan. Also Artisan ist sowas wie so Handwerk oder ja, sowas ja, Künstlerisches. Ah, dass okay, man das, ja genau, dass ich dann beide Wörter quasi kombiniert habe, weil ja mit einem Handwerk, was so aus Herzen kommt und dieses Künstlerische. Und das passt halt so total, weil es ist nicht einfach nur eine Kokosnussschale, die poliert wurde, sondern wirklich so diese Handwerkskunst hat, so die von Herzen kommt. Und ja, deswegen okay, auch der Name. Genau. So. Naja, da bin ich mal gespannt. Also ich kann nur zumindest aus meiner Sicht sagen, ein Jahr approved und ist das dieselben? Ja, sind dieselben, genau. Ja, ja. Wobei meine, aber eigentlich, oh, aber klar, die Firma noch. Ja, aber die nutzen sich ja natürlich dann auch schon irgendwann dann ab. Ja. Aber ja, ist noch immer sehr glatt und sieht noch robust aus. Also. Sieht noch robust aus, ne? Also, und jetzt natürlich, was kosten die denn? Also, was ich habe es ja kostenlos bekommen. Mhm, genau. Und was nimmst du jetzt für so eine große Kokosnussschale, die jetzt handwerklich hier noch einzigartig bearbeitet wird und so? Also für so eine große ist das 16,95 €. Oh, okay, das ja, ist, also das habe ich mal, da, also ich habe jetzt, kenne mich zwar nicht die Kokosnussschalen aus, aber ich weiß, dass Holzschalen und sowas viel, viel teurer sind. Also eine Olivenholzschale, das kostet irgendwie 60 €, habe ich damals gesehen. Okay, 16,90 € für eine große Schale oder eine kleine? Für eine große, genau, und für eine kleine dann auch noch 14,95. 14,95. Da habe ich auch noch so Kokosholzlöffel noch mit dazu und die sind aber... Achso, alles aus Kokosholz und abgecycelt quasi? Genau, also genau, die Löffel sind dann quasi aus... aus dem Holz einer Kokosnusspalme und das ist halt diese die Kokosnussschale an sich. Ah, okay. Genau. Gut. Ja, ja, dann sind wir, glaube ich, sollten wir das alles gut hier vorgestellt haben und ja, dass die Leute wissen, was sie kaufen, nämlich die Grundintention, dass ihr wirklich wisst, wer das, wie heißt die das herstellt? June. June. Also von June über Ming zu Proviant und so, ja, dann... Soll das gewesen sein? Bye, Schibons. Okay. Gut, tschüss.